Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, ich möchte jetzt nicht so weit gehen und behaupten, dass das Gesetz, das wir heute verabschieden, ein Meilenstein ist. Aber was mit Sicherheit ein Meilenstein ist, ist die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Und dieses Umsetzung- und Anpassungsgesetz, das wir heute verabschieden, ist die notwendige und auch richtige Ausformung und Umsetzung dieser Datenschutzgrundverordnung. Und Herr Kollege von Notz, es ist ja gut, wenn Sie sich weiterbilden und auf unserer Homepage, auf der Homepage der CDU-CSU-Fraktion sich kundig machen und bilden. Der Tag der inneren Sicherheit ist nicht nur ein Tag der Unionsfraktion, sondern für uns ist jeder Tag ein Tag der inneren Sicherheit. Und wenn Sie behaupten, diese Woche sei eine Schicksalswoche für die Bürgerrechte, dann möchte ich Ihnen entgegnen, diese Woche ist eine gute Woche für die innere Sicherheit in unserem Land, weil wir in dieser Woche sehr viele wichtige und auch zeitlich drängende Gesetze verabschieden, die insbesondere auch die innere Sicherheit in unserem Land stärken. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es geht bei der Datenschutzgrundverordnung schlichtweg um die Harmonisierung des Datenschutzrechts in der gesamten Europäischen Union, in einem Raum mit noch 500 Millionen Einwohnern, 28 Ländern, bald leider nur noch 27 Ländern. Aber um dies auch klar zu sagen, diese Datenschutzgrundverordnung ist im deutschen Interesse und davon wird auch Deutschland, werden die deutschen Verbraucher, aber auch die deutschen Unternehmer profitieren. Weil, und das ist mir wirklich ein ganz entscheidender Inhalt, mit dieser Datenschutzgrundverordnung wird das Datenschutzrecht in Europa insgesamt gehoben. Und zwar insbesondere auch in vielerlei Hinsicht auf das schon hohe deutsche Datenschutzrechtsniveau. Und es stimmt einfach nicht, Herr Kollege von Notz, wenn Sie behaupten, wir hätten nichts übrig für Datenschutz und der Datenschutz wäre bei uns verpönt. Ich möchte hier wirklich ausdrücklich betonen, ich gehe nicht so weit zu behaupten, Datenschutz ist Täterschutz. Das stimmt so nicht. Datenschutz ist in unserer heutigen Zeit, in unserem Zeitalter der Digitalisierung, aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiges Bürgerrecht. Und deswegen tun wir gut daran, auch eine hohe Bedeutung auf den Datenschutz zu legen. Und wir tun dies auch mit diesem Anpassungs- und Umsetzungsgesetz. Deutschland ist das erste Land, das diese Datenschutzgrundverordnung umsetzt. Wir sind insoweit auch in Europa beispielgebend. Und ich habe durchaus die Hoffnung, dass das eine oder andere Land sich hier auch durchaus an unserem Umsetzungsgesetz orientieren wird. Und ich möchte auch Wert legen auf die Feststellung, dass wir von den sich bietenden Öffnungsklauseln, insgesamt 80 ungefähr an der Zahl, in sehr reduzierter und sehr behutsamer Weise Gebrauch machen. Wir orientieren uns mit diesem Umsetzungs- und Anpassungsgesetz sehr eng, sehr stark an der Datenschutzgrundverordnung. Und wir bieten damit auch die Voraussetzung, dass jetzt die Länder, aber auch der Bund in ungefähr 300 weiteren Gesetzen auch die notwendigen Änderungen auch vornehmen wird können. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, Inhalt dieses Gesetzes ist zum einen mal die Frage, wer vertritt Deutschland im Europäischen Datenschutzausschuss? Ich bin der festen Überzeugung, die Regelung, die mit den Ländern getroffen wurde, ist eine sehr vernünftige und sehr verträgliche. Und mir ist es auch sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass mit diesem Umsetzungs- und Anpassungsgesetz der Datenschutz in Deutschland nicht reduziert wird, nicht unterminiert wird, sondern erhöht wird. Und trotzdem, trotz dieser Erhöhung des Datenschutzes in Deutschland, ist es möglich, bewährte Geschäftsmodelle in Deutschland weiterhin zu betreiben. Das war uns als Unionsfraktion ein wichtiges Anliegen, dass bewährte Geschäftsmodelle im Bereich von Inkassounternehmen, im Bereich von Auskunfteien, im Bereich von Direkt- und Dialogmarketing, die nach dem heutigen Bundesdatenschutzgesetz legal betrieben werden, auch in Zukunft weiter betrieben werden können. Und das ist der Fall. Ich lege auch Wert auf die Feststellung, weil es hier auch immer wieder Fragen gab, insbesondere auch aus Gründen der Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit, dass jetzt von Verbrauchern gegebene Einwilligungen, nach dem heutigen geltenden Bundesdatenschutzgesetz gegebene Einwilligungen, auch weiterhin fortgelten. Sie müssen nicht erneuert werden, um dies klar zu sagen, wenn sie den Voraussetzungen der Datenschutzgrundverordnung entsprechen. Anderes wäre natürlich mit erheblichem bürokratischen Aufwand verbunden, wenn Millionen von Verbrauchern dann jetzt noch mal neu ihre Einwilligung abgeben müssten. Dies ist aus meiner Sicht eine wichtige klarstellende Feststellung. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, darüber hinaus möchte ich auch Wert legen auf die Feststellung, dass man, was das Thema Profiling anbelangt, klar differenzieren muss. Der Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung differenziert deutlich zwischen den Profiling-Maßnahmen, die getroffen werden und unmittelbare rechtlich bindende Wirkung haben oder auch beispielsweise eine erhebliche Beeinträchtigung des
der Person zur Folge haben und beispielsweise auch Profiling-Maßnahmen zum Zwecke der Werbung oder zum Zwecke des Marketings, die bei weitem nicht so erheblich beeinträchtigend sind. Auch hier klar deutlich gemacht vom Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung sind Profiling-Maßnahmen zu Marketing- und Werbezwecken nicht umfasst. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ein großer Schritt nach vorne ist der parlamentarische Änderungsantrag, den wir jetzt auch noch mit vorangetrieben haben, der insbesondere, und das ist mir auch noch mal wichtig, dazu beiträgt, dass die betroffenen Rechte gestärkt werden. Sie werden nicht reduziert, sie werden noch mal deutlich gestärkt, insbesondere im Bereich der Auskunftsrechte, der Informationspflichten der Unternehmen, auch der Löschungspflichten der Unternehmen. Um es kurz auf den Punkt zu bringen, in Zukunft wird für Facebook und Co. nicht mehr die Ausrede gelten, dass die Information von Millionen von Kunden einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert, wenn es darum geht zu begründen, dass man seine Kunden, die Verbraucher, nicht informiert. Wir reduzieren die Ausnahmemöglichkeiten ausschließlich auf die Unternehmen, deren Datenverarbeitung nicht automatisiert, also analog erfolgt. Und ich glaube, das ist gerade auch im Sinne von kleineren und mittelständischen Unternehmen. Darüber hinaus stärken wir auch die Rechte der Betroffenen, was die Löschungspflichten anbelangt. Es muss bei dem Grundsatz gelten, dass Daten auch gelöscht werden können und dass die Ausnahmen von diesen Löschungspflichten auch sehr reduziert sind. Das war uns auch in den Verhandlungen ein wichtiges Anliegen, immer auch verbunden mit dem Hinweis, dass bewährte Geschäftsmodelle dabei nicht zu Fall kommen. Darüber hinaus nehmen wir durch einen parlamentarischen Änderungsantrag auch noch die Zuständigkeit, verändern wir auch die Zuständigkeit bei den Bußgeldverfahren. Ich glaube, dass es sachgerecht ist, dass wenn Bußgelder in einer Höhe von mehr als 100.000 Euro erhoben werden, das mag nicht die Regel sein, das kann aber durchaus auch mal vorkommen, insbesondere bei großen Unternehmen wie die genannten Facebook, Google und Co., dass dann nicht der einzelne Amtsrichter vor Ort zuständig ist, sondern dass dann zumindest eine Kammer am Landgericht die Zuständigkeit bekommt. Ich glaube, dass dies auch insgesamt die Rechtsprechung stärkt. Vor dem Hintergrund möchte ich wirklich dringend appellieren, insbesondere an die Adresse der Opposition, nochmal der Überlegung näher zu treten, diesem Gesetz nicht doch zuzustimmen. Herr Kollege von Notz, Sie haben erwähnt, dass ein grüner Europaabgeordneter maßgeblich auch an der Datenschutzgrundverordnung mitgearbeitet hat. Ich habe auch die leise Hoffnung, dass im Bundesrat auch grün mitregierte Bundesländer diesem Gesetz zustimmen werden. Ich glaube wirklich, dass wir stolz sein können auf dieses Anpassungs- und Umsetzungsgesetz, dass es den Datenschutz für Millionen von Menschen in Deutschland, für Verbraucher, für Arbeitnehmer, für Arbeitgeber, für Patienten, für Studenten, für Rentner stärken wird und nicht schwächen wird. Und deshalb nochmal die herzliche Bitte, geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß und stimmen Sie diesem guten und wichtigen Gesetz zu. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ebenfalls für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Thomas Jarzombek das Wort.